Weiß nicht, ob das nützlich ist, diese Stangen, aber vielleicht hat es ja einen Sinn, dass die so schwer sind. Und das ist so viel Blei, vielleicht braucht man Blei für irgendwas, eventuell. Na gut, gehen wir mal ins Haus. Schleichen wir mal ins Haus. Na gut, hier, Geschwindigkeit. Yeah. So. Jetzt lernst du den Boss kennen. Aha. Das ist höchst interessant. Kommt zur Sache. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Das sollte dir lieber Jack beantworten. Komm mit. Na gut. Nein, können wir die hier nicht benutzen, die Kommoden? Vielleicht hier? Jack, der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Er kommt gleich. Verdammt, ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Ich grüße dich. Und wir können die Kommode nicht benutzen. Nein, das ist doch nicht wahr. Doch hier, Kuriosität. Wunderbar. Einen Moment, bevor wir anfangen. Da hauen wir mal kurz die Hanteln weg. Oh, da müssen wir schon zwei, dreimal vorbeilaufen. Alter! Komm schon, du. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Piper hat das nicht gefallen. Hm. Ja, damit wir hier einen Stehen-Button hinbekommen. Wunderbar, so ein Mist. Okay. Was ist das was für ein ist Ort? Das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem Großen Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun, diese Geschichte muss warten. Na gut, dann reden wir mal. Edward hat gesagt, dass du mit mir reden willst, bevor er mich anheuert. Ja, Edward findet es lästig. Aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Na, dann hau mal her. Bitte, setz dich. Na gut. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Hey, Zombie-Fan, ich grüß dich. Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Außerirdische? Meint er das? Redest du von Außerirdischen? UFOs und kleinen grünen Männchen? Nein, nein. Das ist doch alles nur Hysterie. Dafür gibt es doch keine Beweise. Ich rede von der verborgenen Geschichte unseres Planeten. Den Ursprüngen der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Aliens erschufen die Zivilisation wegen des Jobs? Verrückte Theorien, aber ich finde es echt ganz interessant, ehrlich gesagt. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Aha. Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Aha. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay. Schlüssel. Du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Okay. Worum es da ging, ja, eigentlich, ich sag mal, das war interessant. Gut. Wenn dich das so interessiert, bist du hier genau richtig. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein,
Aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Was ist das für ein Paket? Ja, voll. Hier. Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Aber das echt? Ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Serumampullen. Bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Aha. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Was haben wir denn noch mehr Fragen? Jupp, ich war schon bereit und alles bereit. Frag mal noch ein bisschen genauer nach. Ich hätte ein paar Fragen. Schieß los. Ah, okay. Was das für ein Paket ist, warum sie die Anstalt bewachen und was mit dem Paket passiert ist. Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Eine alte Irrenanstalt bewachen. Du kannst mir gerne Fragen stellen, solange du nicht erwartest, dass ich sie beantworte. Wenn es für die Sache wäre, um die ich dich bitte, würde ich dir sagen. Aber das ist es nicht. Bist du bereit? Aha, okay. Was das für ein Paket ist, wissen wir. Was mit dem Paket passiert ist vielleicht. Verloren gegangen? Der Kurier ist dort angekommen und hat das Paket abgeholt. Ist aber nie hierher zurückgekehrt. Ja, ist halt... Könnte einfach Pech gewesen sein. Oder aber ein geplanter Hinterhalt. Deshalb schicke ich dich los. Es ist wichtig, dass du das verlorene Paket zurückbringst. Sonst noch was? Das wäre eigentlich weiterhin alles gewesen. Okay, du wirst schon in Parsons erwartet. Also brich besser auf. Okay. Das Problem ist nur, Zombie-Fan. Wir waren gerade vorne in einer Boxhalle drin und schau dir mal das Gewicht von uns an. Ich habe alle Gewichtsstangen mitgenommen, die ich finden konnte. Und jetzt schleichen wir uns hier durch die Gegend auf der Suche nach irgendeinem Behältnis, wo wir es reinmachen können. Hier geht das leider nicht, obwohl... Der sagte doch, wir gehören zur Familie. Nee, das ist immer noch gestohlen. Mist. Na gut. Ich habe da versucht, mal was reinzumachen. In so eine Kommode. Und das wurde dann direkt auf Stehlen umtransferiert. Dann habe ich das wieder direkt mitgenommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Zum Glück ist da nichts passiert. Das Problem ist, wir brauchen noch ein Behältnis. Weil ich will diese Stangen zu uns nach Sanctuary Hills bringen. Ich weiß nicht, warum ich das will, aber ich will das. Alter, diese Dinger sind so heftig. Und wir schleichen entlang. Hallo, Roboter. Ja, ich beachte, dass wir beobachtet werden. Alter, was ist denn mit dem hier? Der wilde Ghoul wollte wohl vorbei. Irgendwo brauchen wir hier ein Behältnis. Wird es ja wohl eins am Wasser geben. Na? Hier. Wunderbar. Okay. Damit können wir ein bisschen was machen. Schön am Wasser gelegen. Alter, wir können übrigens ins Wasser springen. Wir haben Waterboy drin. So, okay. Also dann kümmern wir uns hier mal kurz drum. So. Hier. Diese ganzen Stangen. So, aber es bringt halt wirklich viel Blei. Okay, zack, zack, zack. 400, 300, 275 vielleicht noch. Eine 5 Pfund und nochmal eine 5 Pfund. Oder machen wir eine 20 Pfund und dafür eine 5 Pfund weg und nochmal eine 5 Pfund weg und das klappt nicht. Okay, was soll's. Zack, zack. So. Nee, wir werden es direkt. Ich hole es direkt ab. Ich hole es direkt ab. Das Ganze, das ist ja übelst viele Gewichte sind das. Das sind, ich glaube, boah, ich weiß nicht. Ich war ja auf beim Gewicht von 800. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß nicht warum. Piper ist voll. Ich bin voll. Wir gehen nach Sanctuary Hills. Geben alles ab, was da ist. Kehren zurück. Das ist doch eine von uns. Ist das nicht die, wo man so grießcremig ist? Da haben wir auch die Maske aufgesetzt und einen Vault-Anzug angezogen. Ich habe allen in Sanctuary Hills einen Vault-114-Anzug angezogen. Einfach nur,
Weiß ich nicht. Kommt irgendwie cool, finde ich. So hier die Siedlung mit den Leuten, mit den Wortanzügen. So, okay, Piper. Warum lagst du da rum? Egal. Sag einfach Bescheid. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ein bisschen. Okay, so, also Piper. Hier haben wir Gewicht, 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 weiteres Gewicht und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So, Piper, wie sieht's aus? Das Hundehalsband brauchst du, glaube ich, auch nicht. Das saubere Kleid auch nicht. Ein Armeehelm. Der wäre vielleicht gar nicht mal übel für sie. Schauen wir mal nochmal kurz rein. Wie sieht's denn hier aus? Wo ist denn der Armeehelm? Armeehelm. Hier, schmutzig. 10-0. Und wie sieht's bei ihr aus? 2-5. Aber trotzdem ist der Armeehelm besser. Okay, dafür kommt der Helm wieder, der Pilotenhelm wieder weg. Dann kriegt sie die Sonnenbrille wieder. Abgesehen davon hat sie, glaube ich, nichts dabei. Das können wir alles behalten. So. Jetzt wird gehamstert. Genau, Cotsworth. Den Schrott hauen wir hier rein. Der Piper, ziehen wir mal ein neues, eine Sonnenbrille auf. Und wo ist denn hier? Na? Wo ist es denn? Die Kleidung, die Sonnenbrille. Wo ist denn hier? Hä? Gelber Pilotenhelm. Zip, 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 zip. Wo ist es denn? Ich hatte doch ein schmutzige. Ach hier, ich habe ihn übersehen. Okay. Und den Armeehelm. Oh, Piper, wir zwei sind fast gleich angezogen. Okay. So, wie schaut's jetzt bei mir aus? Alter, Mama Murphy. Ich bin so fasziniert, wie sehr du Party machen kannst. So. Okay, was haben wir hier? An dem Pulsmeter den Raketenwerfer. Den tun wir doch glatt in unsere Bumsschublade rein. Also in die Schublade mit den Waffen mit viel Bums quasi. Hier ist der Raketenwerfer. Übelst viele Granaten langsam. Nicht übel. Eine kalibrierte und mächtige 10 mm. Aber da haben wir auch schon eine gehabt. Den Helm. Was mache ich denn da? Die 10 mm gehört bestimmt nicht hier in diesen, in diesem bösen Schrank. So, hier. Da gehört sie rein, die 10 mm. Wo ist sie denn? Da. Die Schallgedämpfte. Vielleicht auch nicht so übel. Gut, okay. Dann hier die Kleidung. Da kommt das rein und das und das Militärbarett. Eine Polizistensonnenbrille. Zack. Wo kriegen wir Silverschweizerglas? Da bin ich mir auch noch gespannt. Die Zeitungsverkäuferkappe auch. Alter Schwede, aber wir sind trotzdem ziemlich voll. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben, tatsächlich. Was haben wir denn da alles da? Sehr viel aufbereitetes Wasser. Ich glaube, wir müssen einen extra Schrank machen. Mit Essenssachen vielleicht. Vielleicht hier im... Was? Entschuldigung, ich musste kurz husten. Vielleicht hier bei Mama Murphy. Oder bei uns zu Hause. Siedler. Darf ich mal vorbei? Oh, okay. Man kann alles reparieren. So geht's natürlich auch. Ich glaube, ich leg mal ein bisschen was zu essen bei uns in der Küche ab. Die sieht zwar nicht mehr ganz so gut aus, aber... Naja, gut. Kann man hier nicht irgendwo was ablegen? Ein Brotkasten? Was? Eine kleine Soßenpfanne? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Hier? Nein. Ich würde gerne einen Kühlschrank haben, wo man was reinmachen kann. Na gut, dann kommt einem alles hier in diesen Schrank rein. Okay, Essen. Da würde ich sagen, viel aufbereitetes Wasser, Steak, ein Blutkäfersteak. Oh, vielleicht nicht das komplette. Was haben wir hier? Hat das Gewicht? Na, tatsächlich, okay. Eichhörnchen am Stiel. Was ist denn schwer? Ist eigentlich alles nicht besonders schwer. Doch, viel vielleicht. Leuchtender Pilz. Der ist auch nicht schwer.